Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall, ich bin unabhängiger Finanzjournalist aus dem Ruhrgebiet und heute geht es um ein Thema, das in den nächsten Wochen, denke ich, sehr hochkochen wird. Und zwar am 30. November wird ein Referendum in der Schweiz stattfinden, initiiert von einer Kampagne, welche sich Rettet unser Schweizer Gold nennt. Und dazu habe ich heute zwei Gäste eingeladen, mit denen ich darüber reden möchte. Das ist zum einen Lukas Reimann, Schweizer Nationalrat für das Kanton St. Gallen und Mitglied der SVP. Hallo, Herr Reimann. Guten Abend. Und dann haben wir Peter Böhringer mit uns. Das ist ein Vermögensberater, Vorstand der Deutschen Edelmetallgesellschaft, Finanzblogger auf goldseiten.de und Initiator der Initiative Holt unser Gold heim. Hallo, Peter. Ja, guten Abend meinerseits. So, dann gehen wir doch mal gleich in Media Res, Herr Reimann. Zwei Fragen hätte ich für den Anfang. Was sind die Forderungen der Initiative, die Sie mittragen? Und wie kam es zur Willensbildung, diese Initiative zu starten? Also die Volksinitiative, die von über 100.000 Bürgerinnen und Bürgern mit ihrer Unterschrift unterstützt worden ist, die verlangt erstens keine weiteren Verkäufe der Goldreserven. Zweitens, sämtliches Nationalbankengold ist in der Schweiz zu lagern. Und drittens, die Nationalbank muss einen Teil ihrer Reserven zwingend in Gold halten, mindestens 20% der Aktiven. Wir haben im Parlament alles versucht, um in diese Richtung Vorstöße eingereicht und wir fanden einfach nirgends eine Mehrheit. Wir waren sehr beunruhigt, einerseits über die massive Zahl der Goldverkäufe zu mit miserabel schlechten Preisen und andererseits auch beunruhigt über die Lagerung des Goldes. Da war nie bekannt vor der Goldinitiative, wo das Gold überhaupt gelagert ist, wie viel ist im Ausland gelagert und wir fanden, das Gold soll in der Schweiz gelagert werden und deshalb dachten wir, wenn wir im Parlament keine Mehrheit finden, so versuchen wir in der Bevölkerung eine Mehrheit zu finden. Peter, kommen dir diese Forderungen, die da aufgestellt werden, bekannt vor? Oh ja, da kommen nicht nur die Forderungen bekannt vor, sondern auch einige andere Parallelen zu den Forderungen. Es war nicht abgesprochen zwischen uns, als wir 2011 und dann öffentlich 2012 losgelegt haben, kannte ich Herrn Reimann nicht und auch die Initiative noch nicht, die ja da mehr oder weniger zeitgleich in der Mache schon war. Trotzdem und unabgesprochen sind es tatsächlich ähnliche Forderungen geworden, was auch kein Zufall ist. Auch wir haben die Transparenzforderung, die Heimholungsforderung, die Lagerungsforderung in Deutschland. Keine weiteren Verkäufe steckt implizit natürlich auch bei uns drin. Die Option einer Teildeckung einer künftigen deutschen D-Mark oder auch eines deutschen Teil-Euro ist bei uns auch drin. Insofern, das sind also erstaunliche Parallelen, aber dann halt doch nicht so erstaunlich, wenn man die Vergangenheit und die Parallelen zwischen SNB Gold und Bundesbank Gold so anschaut. Auch da völlige Intransparenz über Jahrzehnte, Verkäufe, die nicht nötig waren, Abbau, möglicherweise Verleihungen, das wissen wir aber nicht. Es gab viele Frager in der Schweiz auch, bei uns auch, Petenten, hunderte von Bürgern, Bundestagsabgeordnete, aber sie sind alle nicht weitergekommen. Und eine weitere Parallele, erst seitdem wir wirklich diese öffentliche, auch Internetkampagne, aber nicht nur Internet gefahren haben, mit auch Zehntausenden von Unterschriften, hat sich was bewegt. Die Bundesbank reagiert genau wie die SNB, nur auf Druck von der Öffentlichkeit. Also alle Informationen, die wir heute über das deutsche Staatsgold haben, alle sind alle in den letzten 3 Jahren erst rausgekommen, sodass wir ungefähr wissen, wo die Sollgrößen liegen in den einzelnen Lagerstandorten. Und es gibt sogar einen Teil Heimholungsplan. An der Stelle sind wir ja ein bisschen weiter als die Schweizer Kollegen. Dafür haben uns die Schweizer Kollegen weit voraus die Möglichkeit, dieses Referendum durchzuziehen. Und ich kann nachher noch auf Parallelen in der Vergangenheit eingehen, die auch noch ganz spannend sind. Aber vielleicht lassen wir es mal dabei. Wie ist das denn mit dem Gold der Schweiz und dem Gold der Deutschen? Ist das jeweils Gold der Nationalbanken oder ist das Gold des Volkes? Also in der Schweiz ist es ein Volksvermögen, das Gold ist Eigentum der Bevölkerung und dementsprechend sind wir der Meinung, dass die Bevölkerung in der direkten Demokratie auch das Recht hat zu sagen, es wird kein weiteres Gold mehr verkauft. Ein Großteil der Bevölkerung, der hat gar nicht realisiert,
dass in den letzten Jahren mehr als die Hälfte der Schweizer Goldreserven verkauft worden sind. Und gerade in einer Zeit, in der die USA bzw. ihre Notenbank und die EU bzw. die EZB drauf und dran sind, den Dollar und den Euro in den Boden zu wirtschaften und unsere Nationalbank auch dazu gedrängt wird oder sogar gezwungen wird, große Risiken einzugehen, desto wichtiger ist es doch, dass wir einen ausreichenden Goldnotvorrat für die Schweizer Bevölkerung haben. Ja, ja, auch hier gibt es Parallelen zur Deutschen Bundesbank. Wir sehen das juristisch genauso. Es ist Volksvermögen. Es kam im Zuge des Bretton Woods-Systems in den 50er, 60er Jahren auf die Bundesbankbilanz. Das wurde erarbeitet aus Außenhandelsüberschüssen der deutschen Bevölkerung. Das ist der Grundstock. Da sind die 4.000 bzw. heute noch 3.400 Tonnen mit erarbeitet worden. Die Bundesbank ist, das sagt sie eigentlich auch ehrlich, Treuhänderin und nur Treuhänderin. Eine Treuhänderin sollte nicht handeln damit. Sie ist natürlich rechenschaftspflichtig gegenüber den eigentlichen Eigentümern, also dem Volk. Und dem kommt sie halt nicht so ganz nach, wie wir uns das vorstellen. Also die Parallelen sind da. Interessanterweise, wir haben schon 2011 trotzdem mal sicherheitshalber die formale Frage an den Bundesbankvorstand gerichtet, was ist Ihre Rechtsauffassung zur Eigentümerschaft des deutschen Goldes und wer hat, wenn es hart auf hart kommt, die letztendliche Verfügungsgewalt über dieses Gold? Und wir haben keine saubere Antwort bekommen zu beiden Fragen. Bis heute nicht, die steht also aus, was ich für höchst bedenklich halte, aber es ist nach aller Gesetzeslage klar, die Bundesbank ist nur Treuhänderin, obwohl sie bilanziert, ist sie nicht die klassische Eigentümerin im Sinne von, sie sollte die letztendliche Verfügungsgewalt drüber haben. Und ja, also das hat schon Implikationen, denn die Deutsche Bundesbank hat eine Tradition des Nicht-Wissen-Wollens, wo ihr Auslandsgold eigentlich liegt. Das fing schon an bei Vorgängerin der Reichsbank. Da gibt es eine schöne Anekdote von Herrn Jaimar Schacht, Reichsbankpräsident, der das Weimarer Gold 1923 gesucht hat. Die FED konnte es nicht finden in den Kellern. Und Herr Schacht ist also in seinen eigenen Memoiren, hat er sich selbst zitiert, er hat Herrn Strong, den FED-Chef, beruhigt damals und hat gesagt, lassen Sie es gut sein, ich glaube Ihnen, dass es da ist, unbesehen. Und selbst wenn es nicht da wäre, wären Sie mir gut für den Ersatz. Das ist Zitat. Und da gibt es also Parallelen in der Geisteshaltung bis heute zum Deutschen Bundesbankvorstand. Und übrigens, wie ich weiß, auch zum Schweizer Nationalrat. Da erlaube ich mir, einen Schweizer Nationalrat zu zitieren, den Herrn Kaspar Williger. Der ist amtlich on record von 2003, als er wörtlich gesagt hat, wo die Schweizer Goldbarren nun genau liegen, kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil ich es auch nicht weiß, es nicht wissen muss und es nicht wissen will. Zitat Herr Willinger, Schweiz. Also das sind wirklich sehr spannende Parallelen auch zwischen Deutschland und der Schweiz, weil ohne die Goldinitiative hätten wir null Informationen. Die Nationalbank, die hat absolut keine Informationen über die Goldlagerung herausgegeben. Sie hat keine Informationen gegeben, ob das überhaupt überprüft wird im Ausland, ob diese Goldreserven physisch vorhanden sind, ob sie verfügbar sind. Und sie hat auch nicht bekannt gegeben, wie viel sie denn gedenkt noch zu verkaufen oder wann einmal Schluss ist mit diesen unendlichen Goldverkäufen, und nur auf Druck dieser Goldinitiative musste die Nationalbank jetzt etwas mehr Transparenz schaffen und etwas informieren, aber aus unserer Sicht immer noch viel zu wenig. Gut, bevor wir uns den Kontraargumenten gleich widmen wollen, die gegen die Initiative vorgebracht werden, würde ich Sie gerne fragen, Herr Reimann, wie ist denn die Haltung generell in der Bundesversammlung, dem Parlament der Schweiz und im Bundesrat gegenüber der Initiative? Ja, wir hatten eine längere Debatte im Parlament, wo Befürworter und Gegner sich zu Wort melden konnten, aber am Schluss hat leider eine deutliche Mehrheit vom Parlament und damit auch der Bundesrat, also die Regierung, die Goldinitiative abgelehnt. Aber zum guten Glück hat das letzte Wort dann ja die Bevölkerung am 30. November. Ja, gut, dann kommen wir jetzt zu den Kontraargumenten, die sich so herauskristallisiert haben, unter anderem von der Schweizerischen Nationalbank vorgebracht. Und zwar kann man konstatieren, dass gesagt wird, dass Gold zu volatil sei, was dann wiederum Gold zu einem riskanten Vermögenswert macht. Stimmt das? Ja, langfristig gesehen stimmt es nicht, weil langfristig gesehen gibt es nichts Stabileres und nichts Werterhaltenderes als Gold. Gold ist seit über 3000 Jahren faktisch Geld und es hat sämtliche
Papierwährungen dieser Welt überlebt. Und gerade als Staat muss man ja langfristig denken, muss man langfristig sich überlegen, was man machen will, wie man Sicherheit und Stabilität schaffen will. Und ich glaube, der Schweizer Franken, der ist zu einem großen Teil auch deshalb so stark geworden, weil er sehr lange eine hohe Golddeckung oder einen hohen Goldanteil bei der Nationalbank hatte. Ja, dem würde ich mich anschließen. Das ist so. Langfristiger Werterhalt ist eindeutig so. Interessant übrigens auch, dass Argument der ganz bösen Volatilität bei Gold immer nur kommt, wenn Gold gerade mal sinkt oder wenn es nach oben. Also die Volatilität ist nicht das, was die Bundesbank wirklich stört und was die Zentralbanker stört. Und ist gedrückt, die Zentralbanken sind ja auch in der Drückung aktiv, wird immer nur nach unten, nie nach oben. Also Volatilität wird nach unten geradezu ausgelöst. Es ist nicht so, dass die Volatilität ist teilweise auch künstlich gemacht bei Gold. Und ansonsten kann man ganz offiziell zitieren, die Bundesbank sieht Gold als gutes Geld. In ihrer ganz offiziellen Präsentation bringt die Bundesbank die klassischen Argumente, Diversifikationsgründe, dass deswegen halten wir Gold, es ist universell akzeptiert als Geld, Robustheit gegen Schocks, gegen Länder, Währungsrisiken, ich zitiere jetzt alles aus Bundesbankpapieren, zur Vertrauensbildung und dann immer noch Zitat, Gold ist ein zeitloser Klassiker in seiner Funktion als Tausch-, Zahlungs-, Wertaufbewahrungsmittel. Wir halten Gold aus währungspolitischen Gründen als Teil der deutschen Währungsreserve. Das ist alles offiziell unbestritten. Von der Fed gibt es einen ehemaligen Ex-Gouverneur, John Exter, der Gold als Power Money bezeichnet hat und in einer berühmten invers dargestellten Pyramide ganz unten angesiedelt hat. Das sind also Gold und Goldforderungen der Zentralbanken sind heute etwa 1.000 Milliarden Euro wert. Und darüber bildet sich dann eine riesige Pyramide aus eben nicht so substanziellen Assets, vor allem Anleihen, Government Bonds, Corporate Bonds und die riesige Pyramide von Derivaten mit 600 Billionen. Wir reden also in Summe von über 1.000 Billionen. Das ist eine Billiarde oder auf Englisch eine Quadrillion an Geldmenge, die irgendwo rumschwirrt. Und ganz unten in dieser umgekehrten Pyramide sind die Zentralbank-Goldbestände mit 1 Billion in Summe. Das heißt, wir haben einen globalen Geldmengenhebel, Weltkredit zu Weltzentralbank-Gold von 1.000:1. So wahnsinnig ist das bereits, dieses Weltsystem, Geldsystem. Und die Bundesbanken, die Zentralbanken tun also sehr gut daran, dass sie, das Vertrauen in das Zentralbank-Gold herstellen, denn sonst kippt diese Pyramide irgendwann um. Und das ist nicht von mir, das ist von John Exter, Ex-Gouverneur der Fed. Gut, dann kommen wir zum zweiten Argument, welches da lautet, dass ein Ja zu der Initiative heißen würde, dass die verfassungsgemäße Unabhängigkeit der Schweizerischen Nationalbank eingeschränkt werden würde und dass man sich da einmischen würde in die währungspolitischen Entscheidungen der SNB. Stimmt das? Auch das ist komplett falsch. Unsere Initiative lässt der Nationalbank alle Freiheiten. Aber wenn sie Geld druckt, dann muss sie wenigstens einen kleinen Teil auch in realen Werten anlegen. Bereits heute hat die Nationalbank für über 400 Milliarden Franken Fremdwährungen gekauft, einen Großteil davon Euros. Niemand weiß, ob es den Euro in einigen Jahren oder Jahrzehnten noch gibt. Gold wird es aber ganz bestimmt noch geben und es ist somit ein Garant für die Zukunft. Und man muss auch sagen, die Nationalbank hatte bis 1999 durch die Schweizerische Bundesverfassung die Vorgabe, 40% Gold zu halten. Und das hat die Unabhängigkeit der Schweiz auch nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil, es sichert die Unabhängigkeit der Schweiz, wenn sie nicht von internationalen ausländischen Devisen abhängig ist, sondern eben auch einen großen Goldanteil bei sich selber hält. Ja, auch hier Parallelen zur Deutschen Bundesbank. Das physische und hoffentlich verfügbare Gold ist oder wäre die einzige substanzielle Position auf der Bundesbankbilanz. Die ist 800 Milliarden Euro schwer und lang. Und knapp 100 Milliarden sind Gold und Goldforderungen, hoffentlich viel Gold und wenig Goldforderungen. Und alles andere sind Forderungen auf Papier
Und das Schlimmste im Falle der Bundesbank, das Problem hat die Schweiz nicht als Nicht-Euro-Mitglied. Wir haben über 500 Milliarden Target-2-Forderungen gegen das abstrakte Forderung, gegen einen abstrakten Schuldner namens Europäisches System der Zentralbanken. Letztlich gegen die Euro-Südländer und gegen Frankreich. Die sind nicht vollwerthaltig. Das heißt, es schlummert ein riesiges Abschreibungsrisiko auf der Bilanz der Deutschen Bundesbank, wenn auch nur 20% von den 500 Milliarden abzuschreiben wären, was noch sehr konservativ und optimistisch geschätzt ist. Dann wäre das Gold bereits buchhalterisch weg auf der Bilanz der Deutschen Bundesbank heute schon. Und die Bundesbank selbst wäre 20-fach überschuldet, weil der Eigenkapital 20-mal ausradiert wäre. Nur bei 20% Abschreibung auf diese Target-2-Forderung. Also die Bilanzverschlechterung ist sowohl bei der SNB als auch bei der Bundesbank dramatisch in den letzten 3, 4, 5 Jahren dramatisch gelaufen. Und deshalb ist es so zentral wichtig und wird jeden Tag wichtiger, dass Gold und Goldforderungen, insbesondere Gold, wirklich unkompromittiert auf den Bilanzen drauf. Ja, bei der Forderung, dass die Schweiz dann keine Goldbestände mehr verkaufen darf, wenn denn ja gestimmt werden würde, so heißt es, ich zitiere mal, die Goldbestände könnten, da sie nicht verkauft werden dürften, auch nicht mehr die Funktion von Währungsreserven erfüllen. Sie könnten weder zur Finanzierung von Außenhandelsdefiziten noch zu Interventionen am Devisenmarkt verwendet werden. Jetzt muss man eigentlich dazu sagen, ja, stimmt, aber warum ist das schlimm? Ja, das sehe ich auch so, weil Gold ist die einzige Währung, die nicht von inflationärer Geldpolitik betroffen ist. Sie kann nicht beliebig reproduziert werden. Sie hat sämtlichen Krisen getrotzt und in Zeiten von scheinbar grenzenlosem staatlichem Schuldenmachen und gleichzeitig fast unlimitiertem Gelddrucken durch Zentralbanken und auch in Zeiten, wo Währungs- und Finanzmarktkrisen immer häufiger sich zu ereignen scheinen, da müssen doch weitsichtige Nationalbanken Gold stärker nachfragen und sicher nicht Gold verkaufen. Wenn man jetzt einen ganz großen Notfall hätte und das Gold wirklich brauchen würde, dann kann man selbstverständlich die Verfassung wieder ändern, aber es braucht dann eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung, um die Verfassungsbestimmung wieder zu ändern. Und die hätte man bestimmt auch, wenn es wirklich dann so ein Notfall wäre, dass man auf dieses Gold zurückgreifen müsste. Ja, auch hier parallel zur Bundesbank wieder einmal. Die Bundesbank argumentiert ernsthaft, dass das Gold im Ausland bleiben muss und dass, weil es nur dort in ausländische Devisen, also Dollar, getauscht werden könne. Und speziell, sagt sie dazu, in einer weltweiten Geld- und Währungskrise. Da ist halt die Logik für uns unglaublich falsch. In einer globalen Krise, Vermögen im Ausland, Papiergeld statt Gold. Warum, um Gottes Willen, soll man ausgerechnet in einer Krisensituation Vermögen im Ausland haben wollen? Das ist nicht eingängig, das versteht auch keiner. Und hinzu kommt die Treuhänderin Bundesbank und mehr ist sie nicht, soll und darf niemals handeln, schon gar nicht manipulativ eingreifen in den Markt, was ja hier auch suggeriert wurde. Und gerade in der Krise braucht man es physisch vor Ort, im Inland, ohne Lagerungsrisiko, ohne Gegenparteienrisiko. Also das ist auch wirklich sehr analog zur Schweizer Problematik. Ja, sag mal, Peter, selbst wenn die Deutsche Bundesbank oder die Schweizer Nationalbank mit dem Gold handeln wollten, international im Fall einer Währungskrise, dafür braucht sie das Gold, weder die Bundesbank noch die Schweizer Nationalbank im Ausland, oder? Das kann man auch anders machen. Gut, Herr Thiele von der Deutschen Bundesbank würde das jetzt bestreiten. Er sagt, die klassischen Goldhandelsplätze sind nun mal London und mit Abstrichen New York. Da haben wir Papier in London hier physisch. Aber ja, natürlich, in der Krise gelten völlig andere Gesetze und es hört sich jetzt platt an, immer zurück zu den eigenen Grenzen in der Krise. Die Leute ziehen sich zurück ins Private, ins Nationale, das ist immer so, das ist historische Erfahrung. Und wer das Gold da nicht in eigenen Grenzen hat, der hat es nicht. Gold muss man eben nicht nur im Eigentum haben, selbst das ist ja fraglich bei unserem Gold, man muss es auch im Besitz haben. Und das ist manchmal sogar noch entscheidender als das Eigentum. Und deshalb ist die Besitzfrage so zentral, speziell in der Krise, da kann man jetzt abendelang drüber reden, alle historische Erfahrung sagt das. Ja, okay, dann wird gesagt, ein Ja zu der Initiative würde bedeuten, dass die Schweizerische Nationalbank nicht mehr die Preisstabilität sicherstellen könnte und dass ein gestärkter Schweizer Franken die Exportmöglichkeiten der Schweiz einschränken würde. Stimmt das?
Ja, auch da hat die Schweizer Nationalbank weiterhin sämtliche Möglichkeiten und die Nationalbank war schon vor 1999 bei früheren Krisen mit dem Problem eines starken Frankens konfrontiert und damals konnte sie trotz 40% Goldanteil natürlich auch auf dem Devisenmarkt intervenieren und so der Exportwirtschaft Möglichkeiten geben. Aber ich muss auch sagen, im Grundsatz ist es kein schlechtes Zeichen, eine starke Währung zu haben. Und im Grundsatz ist das auch positiv für die Schweiz, wenn die Währung stark ist. Aber die Nationalbank hat weiterhin sämtliche Möglichkeiten. Und apropos Geld, Volksvermögen, muss man auch sagen, wenn die Schweizer Nationalbank seit Mai 2000 nicht die Hälfte ihrer Goldreserven zu miserablen Preisen verschleudert hätte, dann hätten wir heute mehr als 50 Milliarden mehr Vermögen in der Bilanz. Ja, Zustimmung meinerseits. Ich habe über diese berühmten 50 Milliarden, die eben nicht im Schweizer Volksvermögen sind, weil man damals verkauft hat, auch schon geschrieben in meinen Blogs. Eine Ergänzung möchte ich noch machen zu diesem Dauerargument. Eigentlich ist es ja ein Schweizer Luxusproblem, muss man sagen. Der Franken ist zu stark und man muss ihn mit aller Gewalt offensichtlich runterbringen. Ja, das ist erklärtes Ziel der SNB seit September 2011, als man diese Untergrenze fixiert hat von 1,20 zum Euro. Und man muss einfach mal das Ziel selbst hinterfragen. Natürlich ist also nach außen hin erstmal die Schweizer Tourismusindustrie und die Exportwirtschaft irgendwo besser dran, wenn der Franken ein bisschen schwächer ist. Aber es ist ja nicht die ganze Schweiz. Zum einen gibt es eine Menge Importe in der Schweiz. Die Schweiz ist eine große Importnation. Die Schweiz ist doch niemals autark, die kann sich doch nicht selbst versorgen in praktisch keinem Gebiet. Und Importe werden massiv günstiger mit einem starken Franken. Das wird nie erwähnt von der SNB. Dann die klassische Bestrafung der Sparer, wenn man die Währung unnötig schwach hält und damit Importe verteuert. Natürlich auch private Importe, wird auch nie erwähnt. Dann die Bilanzrisiken durch die wahnsinnigen, milliardenschweren Käufe an ausländischen Anleihen, die im Moment stattfinden, seit 3 Jahren. Man hat die Bilanz um 460 Milliarden Euro ausgedehnt und die Devisenreserven in ähnlicher Größenordnung praktisch ausschließlich mit Euro-Papieren, teilweise starke Papiere, ich sage mal deutsche Bundesanleihen, aber nicht alles. Da kommen Risiken in die Bilanz rein, die irgendwann eben vielleicht doch mal in Form von Abschreibungen auch von den Kantonen und von Bürgern zu zahlen sind. Dann ist das Ganze natürlich Planwirtschaft, das darf man auch nicht vergessen. Und Planwirtschaft ist auf Dauer nie durchzuhalten. Also das sind alles Dinge, wo man die ganze Zielsetzung, Frankenschwächung, meiner Meinung nach ganz grundsätzlich hinterfragen muss. So, dann wird gesagt, die Schweiz besitze ohnehin schon einen bedeutenden Teil ihrer Bilanzsumme in Gold. Stimmt das? Das stimmt so nicht. Die Schweizer Nationalbank hält nur 11,5% ihrer Gesamtdevisenreserven in Gold und all unsere Nachbarstaaten haben gemessen an den Devisenreserven viel höhere Anteile. Da ist Deutschland und Italien sind bei 72%, Frankreich bei 71%, Österreich immerhin 55%. Und so gesehen liegt die Schweiz nur auf Platz 39 weltweit. Und mit der Forderung nach einem Goldanteil der Devisenreserven auf 20% zu heben, da wird überhaupt nicht überzogen. Da findet eher eine Annäherung statt an andere Staaten. Und man muss auch sehen, dass viele Zentralbanken in den letzten Jahren wieder gedreht haben und gesagt haben, in der heutigen Zeit, wo so viel Geld einfach gedruckt wird, wo so viel auch auf den Devisenmärkten manipuliert wird, da setzen wir auch gerade als Versicherung auf reale Werte, nämlich auf Edelmetalle. Das ist der entscheidende Punkt. Was hier gekauft werden müsste, ist eben Gold. Ist klar, ein Stück weit müsste man es kaufen. Wenn man nicht bereit ist, die Bilanzsumme entsprechend zu schrumpfen, dann ginge es ja auch ohne Goldkauf, wenn man die Bilanzsumme wieder schrumpft auf ein Niveau, wie es noch 2010 war bei der Schweizer Nationalbank, dann müsste man überhaupt kein Gold kaufen. Dann wäre man nämlich ganz schnell wieder bei den 20%. Aber da ist man ja nicht bereit, das zu tun. Man hat sich ja mit aller Gewalt ausgedehnt. Man hat Schweizer Franken gedruckt, um dafür Euro-Junk, teilweise Euro-Junk in die Bilanz zu nehmen. Nur dadurch ist ja der Goldanteil auch so weit runtergefallen, rein rechnerisch. Und man muss schon auch sagen, wenn man hier Gold kaufen müsste, wenn es denn so käme, ja mein Gott, man bekommt ja auch was dafür. Das ist ein absoluter Luxus. Die Schweiz hat die Möglichkeit aus dem Nichts, faktisch aus dem Nichts, ich weiß, dass die Aussage heikel ist, aber es ist faktisch so,
aus dem Nichts Franken zu drucken und damit Assets zu kaufen. Und das macht sie ja jeden Tag Milliarden schwer. Wie gesagt, 460 Milliarden Zuwachs in den letzten 3 Jahren. Und jeden Tag macht sie das. Das ist Luxus. Sie bekommt dadurch Eurobonds auf die Bilanz. Die haben ein bisschen Wert und sie haben faktisch nichts gekostet. Das heißt, noch besser wäre es doch dann wirklich, das Asset Gold drauf zu nehmen. Und wunderbar. Das ist ganz toll. Das ist ein echtes Luxusproblem, wenn man mit frisch gedrucktem Geld aus dem Nichts, weil man es sich leisten kann, weil die Währung schwächer werden soll, harte Assets bekommt. Das ist ein Luxusproblem, um das die Schweiz 220 Staaten der Welt beneiden. Ja, zuletzt wird dann noch das Argument vorgebracht, das immer ewig gleiche, nämlich Gold generiere keine Zinsen oder Dividenden. Was stimmt das überhaupt so? Ja gut, wenn ich schaue, wie die Zinsen sonst stehen momentan, wie es zum Teil sogar Negativzinsen gibt, dann ist da Gold doch noch besser dran. Aber der entscheidende Punkt ist ja nicht, ob es Zinsen gibt oder nicht. Der entscheidende Punkt ist, dass Gold Sicherheit und Stabilität bringt. Und dass Gold eine Absicherung ist, gerade in den heutigen Zeiten, die devisenpolitisch sehr unsicher sind und wo sehr viel manipuliert wird. Und da ist mir Sicherheit und Stabilität viel wichtiger als ein bisschen Zinsen. Genau, so ist es. Die Zinsrendite ist nicht der Hauptgrund für Goldkauf und auch nicht für Staaten, Staatsgold zu halten. Aber auf dem Niveau wird auch bei uns diskutiert. Es bringt doch keine Zinsen. Ich habe in meinen Präsentationsfolien zu dem Thema auch immer diese schönen Zitate aus der Bundesbank-Devoten-Presse drin. Warum fragt keiner, wozu der Goldschatz gut ist? Gold bringt keine Zinsen. Da muss doch eine schreckliche Angst sein, dass wir betrogen werden. Es ist eine Posse. Ein paar verirrte Zweifel die Seriosität der Bundesbankbilanz an. Oder auch meine Favoriten. Entschuldigung, aber das ist einfach das Niveau, auf dem wir hier leider diskutieren müssen. Notenbanken brauchen kein Gold, um ihre Währung abzusichern, denn den sogenannten Goldstandard haben die Länder schon lange aufgegeben. Das ist tautologisch, also das ist völliger Blödsinn. Weil es so ist, muss es so sein. So wird hier argumentiert. Oder heute sorgen Gesetze dafür, dass Notenbanken ihr Privileg, Gesetz drucken zu dürfen, nicht missbrauchen. Also nicht mehr das Gold, sondern Gesetze. An die Stelle der Absicherung der Währung sei durch ein mythisches Metall ist die Absicherung durch demokratisch erlassene Gesetze getreten. Das ist das Niveau, auf dem hier diskutiert wird. Herr Draghi missachtet ständig sein Mandat. Er gibt es ganz offen zu. Er hat wörtlich gesagt, die Treue zum Mandat verlangt, dass die EZB gelegentlich über das Mandat hinausgeht. Ich habe jetzt nur ganz leicht abgewandelt, das Zitat. Also Treue zum Mandat durch Verletzung des Mandates. Das ist orwellianisch und so wird hier argumentiert. Oder unsere Journalisten sagen sogar, Goldaudit wäre eine Beschäftigungstherapie für gelangweilte Notenbanker oder die 1500 Tonnen sollte man im Atlantik versenken. Das ist das Niveau, auf dem wir diskutieren müssen. Und da passt auch die Zinsfrage, das Zinsargument wunderbar rein. Ja, eine Frage, die sich mir stellt bei der Frage des deutschen Goldes ist, sind Goldreserven eine Frage der Souveränität? Stellt sich die auch für Sie, Herr Reimann, bezüglich der schweizerischen Goldreserve, die Frage nach der Souveränität? Ja, auf jeden Fall, weil ein hoher Goldanteil natürlich die Souveränität und die Unabhängigkeit eines Landes sichern und stärken. Einerseits, weil man eben unabhängiger ist von Fremdwährungen, ausländischen Währungen. Man ist unabhängiger von den internationalen Finanz- und Devisenmärkten. Und andererseits, und das fordert ja unsere Goldinitiative auch, möchten wir ja, dass das Gold in der Schweiz gelagert ist. Weil wenn man es dann wirklich brauchen würde oder darauf zurückgreifen möchte, dann ist es doch möglich, dass ausländische Mächte das Schweizer Gold blockieren oder zurückhalten oder vielleicht existiert es auch gar nicht mehr. Das kann man nicht sagen, das weiß man nicht. Aber es ist sicher besser, das Gold im eigenen Land zu lagern, weil man so vor Angriffen und Erpressungen aus dem Ausland sicher ist. Ja, Zustimmung. Ich würde das sogar noch zuspitzen. Gold ist materialisierte Arbeit, es ist Freiheit und Unabhängigkeit, das gilt für Privatpersonen ebenso wie für Staaten. Und Freiheit für Staaten ist eben, ein anderer Begriff dafür ist Souveränität. Und was die SNB heute macht und schon seit 3 Jahren macht, jetzt seit September 2011, seit der Anbindung an den Euro, ist der freiwillige Verzicht
auf eine eigenständige Frankenwährungspolitik. Sie ist schon seit 3 Jahren und mit jedem Tag mehr eigentlich Sklavin der EZB, die Schweizer Nationalbank. Sie muss jeden Wahnsinn der EZB mitmachen. Und es kommt ja jede Woche ein neuer auf. Den ESM haben wir schon hinter uns, die Schlachten haben wir als Bürger schon verloren. Das sogenannte OMT-Programm, die direkte Staatsfinanzierung der Staaten durch die Zentralbank, ist nicht nur beschlossen, sie wird jetzt seit heute, kam heute die Meldung, auch praktiziert. Also die EZB hat jetzt angefangen, auch offiziell Staatsanleihen aufzukaufen, was ein direkter Verstoß gegen den Lissabon-Vertrag ist. Die SNB wird über kurz oder lang gezwungen sein, all das mitzumachen, wenn sie diesen Pack halten will, also diese Kopplung des Frankenkurses. Sie hat keine Chance mehr auf eine eigenständige Währungspolitik und ist in dem Sinne ohne Not freiwillig, hat sie sich kastriert, muss man sagen. Sie kann keine eigene Verlust an Souveränität, da klar ist. Und weil es und natürlich wird es den euphemistisch verkauft, ja, Schutz der Tourismusindustrie, aber dieser Verlust wird die Schweiz noch verdammt teuer zu stehen kommen eines Tages, wenn sie das nicht endlich beendet, diesen Wahnsinn. Peter, du bist ja extrem firm in Sachen Gold. Kannst du mal unseren Zuhörern erklären, warum Gold eigentlich Geld ist? Wenn es das denn ist, was prädestiniert Gold dazu, Geld zu sein? Okay, ist ein längeres Thema. Ich versuche es wirklich kurz, aber also als Kronzeugen ziehe ich wirklich zum Beispiel einen unverdächtigen Menschen her. John Pierpont Morgan, der Gründer von JP Morgan. Vor über 100 Jahren hat er gesagt, Gold ist Geld und nichts anderes. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, die Bundesbank und die Fed und alle relevanten Größen, alle, die Geld verstanden haben, haben verstanden, Warengeld ist aus historischen Gründen das Geld, das sich durchgesetzt hat. Und das beste Warengeld und das fungibelste war eben meistens Gold und Silber. Und das hat, wenn man es ganz genau reinschaut, ich mache es wirklich kurz jetzt, chemikalische, physikalische, psychologische und historische Gründe. Gold ist ebenso wie Silber beliebig teilbar, extrem selten, einschmelzbar, leicht erkennbar, homogen, es ist ganz schwer fälschbar. Super selten, habe ich ja schon gesagt. Das ist alles. Ja, und wie du sagtest, man muss dafür arbeiten. Ja, gut, man muss es genau durch Arbeit aus der Erde holen. Da machen sich manche Leute zwar immer lustig, manche sogenannten moderne Volkswirte machen sich lustig. Man würde ja nur Gold aus der Erde holen, um es dann wieder im Tresor in der Erde verschwinden zu lassen. Das ist ein billiger Witz. Es hat aber die Menschen, die freiwillig wählenden Menschen, über 2.500 Jahre nicht daran gehindert, dieses Metall und dieses Material als das für sie beste Geld anzuerkennen. Und das hat physikalisch-chemische Gründe, an denen niemand vorbeikommt. Durch diesen langen Zeitraum hat es eben auch psychologische Gründe. Es ist immer noch in den Köpfen der Menschen verankert, auch wenn man jetzt vor 43 Jahren es formal entkoppelt hat von den Geldmengen. Damals bei der Aufhebung von Bretton Woods-System, als der Dollar dann nicht mehr gegen Gold einlösbar war. Aber das ist nur ein Blinken in der Weltgeldgeschichte, diese 43 Jahre, 2500 Jahre sprechen eine andere Sprache. Und das war nur selten von Herrschern aufoktroyiert. Die Menschen haben das meistens freiwillig gewählt, Warengeld. Und ich kenne alle Argumente von Kreditgeldverteidigern, die sagen, das ist doch anachronistisch und barbarisch, kommt immer wieder. Aber dieses Barbarentum ist ein verdammt bewährtes Konzept und es ist immer noch das natürliche Geld, was eigentlich auch die Eliten ganz oben auch alle verstehen. Nur es wird uns Plebs etwas anders erzählt. Ja, das ungedeckte Kreditgeld ist der große Konkurrent von Gold. Und Sie, Herr Reimann, nennen das Fiat Money unserer Tage einen Betrug bzw. eine kaschierte Enteignung. Wie kommen Sie denn dazu? Ja, ich kann mich Herrn Böhringer nur anschließen. Wir haben faktisch zwei Möglichkeiten für Währungen oder für Geld. Einerseits die substanzgedeckten, die auf realen Werten basieren. Und andererseits das sogenannte Fiat Money, wo einfach beliebig Geld vermehrt werden kann und man so auch der Bevölkerung die Illusion verkauft, Geld könne man beliebig schaffen, man könne aus dem Nichts Wohlstand schaffen, aber das stimmt so natürlich nicht. Wenn Sie Geld vermehren, dann bestrafen Sie alle Sparer, alle arbeitenden Leute, Sie bestrafen den Mittelstand, weil die Geldeinheit dadurch natürlich entwertet wird, weil sie immer weniger wert wird. Und der Einzige, der sich dadurch einen Vorteil verschafft, ist der Staat. Darum ist diese Geldvermehrung, das Fiat Money, eine Enteignung oder eine versteckte
Steuer, die am besten versteckte Steuer von allen, aber das ist eine große Gefahr und ich finde es auch historisch ganz spannend, wie dieses Geld überhaupt oder warum dieses Geld überhaupt abgekoppelt worden ist von Substanz, von realen Werten. Und da habe ich die Überzeugung, dass sich die Kriege des vergangenen Jahrhunderts gar nicht hätten finanzieren lassen, wenn man nicht ein solches Fiat-Money geschaffen hätte. Ja, also möchte ich unbedingt noch zwei Zitate hinterher schieben. Man kann einfach an alten Zitaten wunderbar erkennen, dass es die Leute früher verstanden haben, dass es uns damals auch noch ehrlich gesagt wurde. Wiederum, Jaimar Schacht, Vorgänger des heutigen Bundesbankvorstandes, hat schon in seinen Memoiren geschrieben, 1953, die Möglichkeit der Einlösung in Gold, also die Möglichkeit der Geldeinlösung in Gold, der Geldscheineinlösung, jederzeit sicherzustellen, muss das Bestreben aller Papiergeldherausgeber sein. Eine Notenbank, die diese Möglichkeit durch Fahrlässigkeit oder Willkür verscherzt, versündigt sich gegen die Staatsbürger. Das war den Deutschen klar, durch alle Zeiten bis 1971, seitdem wird es uns anders erzählt. Und Ferdinand Lips, vielleicht auch noch bekannt in der Schweiz, ein großer Schweizer Bankier und Goldexperte, der ging sogar so weit zu sagen, das Aufgeben von Gold als Geld ist der wichtigste Grund dafür, warum unsere Welt ein gefährlicher Ort geworden ist. Meiner Meinung nach ist das die größte Tragödie in der Geschichte der Welt. Also auch da schwingt, das hört sich hochtrabend an, aber es ist ähnlich, wie Herr Reimann eben gesagt hat, mit Papiergeld, Kreditgeld werden Kriege unnötig verlängert, überhaupt erst finanzierbar und führbar gemacht. Und das seit über 100 Jahren, seitdem das sogenannte fraktionale Geld erfunden wurde. Und endgültig ist es eben amok gelaufen, seitdem die Goldbindung aufgehoben wurde. Ja, es ist ja ein historischer Fakt, dass die Kriegsparteien des Ersten Weltkriegs als erstes Mal vom Goldstandard abgerückt sind, um den Krieg finanzieren zu können. Das ist ja unumstritten. Ich würde als, sagen wir mal, Vorletztes fragen wollen, und zwar, welche Folgen würde ein negatives Votum haben, Herr Reimann? Ja, das wäre natürlich sehr schlecht für die Schweiz und wahrscheinlich auch generell für die Geldsysteme dieser Welt, weil die Nationalbank könnte einfach mit ihrer Politik, mit ihrer hochriskanten Politik weiterfahren, weiter Gold verkaufen, die Fremdwährungenbestände erhöhen und am Schluss wird einfach das Volksvermögen der Schweizerinnen und Schweizer verspekuliert und womöglich vernichtet. Und das ist natürlich gefährlich, gerade auch für die Stabilität und für die Sicherheit und auch für die Zukunft der Schweiz. Und darum hoffe ich doch, dass wir bis am 30. November genügend Ja-Stimmen sammeln können, um eine Mehrheit zu erreichen. Ja, und umgekehrt, welche Folgen würde ein positives Votum haben? Ja, ein positives Votum wäre natürlich ein riesiger Gewinn. Es würde die Unabhängigkeit und die Stabilität der Schweiz sichern. Es wäre eine nachhaltige Politik, gerade auch für zukünftige Generationen. Und ich glaube, es wäre auch, dass zumindest eine Einschränkung vom Fiat Money und von der kaschierten Enteignung der Bürgerinnen und Bürger. Peter, was sind deine Gedanken dazu bezüglich eines negativen oder positiven Votums? Was würde das für Folgen haben? Ja, negativ wäre natürlich zunächst mal more of the same, wie der Engländer sagt. SNB kann so weitermachen, wie es die letzten 3 Jahre gemacht, was in meinen Augen ein geldpolitischer und auch rein politischer Amoklauf ist für die Schweiz. Die Schweiz in die Abhängigkeit treibt, in die komplette Abhängigkeit vom Euro, von der EZB und von EU-Europa. Also eigentlich genau das, was die Schweizer ja schon mehrfach abgelehnt haben in Volksabstimmungen. Insofern ist diese Volksabstimmung am 30. November auch nicht zu trennen von den vorhergehenden. Man hat oft als Schweizer Bürger, als kluger Schweizer Bürger eine zu starke Annäherung an EU-Europa abgelehnt. Und deshalb sollte man unbedingt auch jetzt einer weiteren Verschlechterung der SNB-Bilanz, die dann irgendwann irreversibel ist, vorbeugen. Das geht nur durch einen physischen Goldbestand. Wenigstens ein Teil davon. Und genau das ist ja eine der Forderungen. Und ja, das bringt mich jetzt zum Ja. Wenn das denn durchgeht, dann schreibt die Schweiz Währungsgeschichte, weil erstmals nach, 20 Jahren, also nicht 43, sondern nur 20 Jahre, die Welt wieder eine Währung hätte, die teilweise goldgedeckt wäre.
Es sind nämlich nicht, wie manche denken, am 15. August 1971 alle Währungen der Welt mehr oder weniger gleichzeitig vom Goldstandard gegangen, weil der Dollar entkoppelt wurde, sondern die Schweiz war die einzige Ausnahme, die sich noch Jahrzehnte nach 1971 gesträubt hat und halboffiziell oder sogar ganz offiziell noch eben diese Golddeckung, die jetzt hier verlangt wird, hatte, noch bis in die 90er Jahre. Und insofern ist das eigentlich gar nicht so lange. Diese Unterbrechung könnte man als Fehler der Geschichte abtun. Und die Schweizer Bürger haben die Chance, ihre Währungsgeschichte zu schreiben, nicht nur für die Schweiz, endlich wieder die Kirche ins Dorf zu stellen, die währungspolitische Kirche. Und also sowohl der Schweiz als auch der Welt einen sehr großen Gefallen zu tun. Okay, Herr Reimann, als letztes hätte ich zwei Fragen. Und zwar können Sie einmal unseren Zuhörern die Webseite der Aktion nennen, um sich weitergehend zu informieren. Und können Sie dann noch einmal ein Plädoyer halten, warum Ihre Landsleute zur Abstimmung gehen sollen, um mit Ja abzustimmen? Ja, sehr gerne. Unsere Webseite ist www.goldinitiative.ch. Und wir sind selbstverständlich um jede Unterstützung, um Leserbriefe an Zeitungen, um Beiträge im Internet, um Mails an Freunde, Bekannte in der Schweiz dankbar, denn es kommt wirklich auf jede Stimme an. Ein Schlussplädoyer für die Initiative. Ich habe die Überzeugung, dass nur mit einer unabhängigen Nationalbank bzw. einer unabhängigen Währung die Selbstständigkeit und auch der Wohlstand der Schweiz gesichert bleiben kann. Je höher die Goldreserven sind, desto unabhängiger bleibt die Nationalbank und desto weniger kann sie von außen unter Druck gesetzt werden. Die vorliegende Initiative stärkt somit nicht nur die Unabhängigkeit der Nationalbank an sich, sondern der Schweiz insgesamt. Wir wissen nicht, wie sich die Finanzmärkte, die Aktienkurse, die Wechselkurse und so weiter und so fort in den nächsten Jahren entwickeln werden. Aber alle Erfahrungen zeigen, je unsicherer die wirtschaftlichen Zeiten, desto wichtiger sind Goldreserven. Und deshalb ein Ja zur Initiative rettet unser Schweizer Gold. Peter, als letzte Frage für dich hätte ich, warum sollten die Schweizer eher auf Gold als auf den Euro setzen? Das zog sich jetzt ja schon durch die ganze Stunde. Ja. Der Euro wird ganz bewusst, das ist ja erklärte offizielle Politik, schwach gemacht. Es ist, kann nicht das Ziel auf Dauer sein, einer Nation oder eines Währungsraumes mit einer Schwachwährung rumzufahren. Darunter leidet zuallererst die kleinen Bürger leiden darunter, weil man dann sich Inflation importiert. Abwertungswettläufe sind von niemand zu gewinnen. Es macht keinen Sinn. Und deshalb halten Sie Ihre Währung stark, wie eigentlich seit Hunderten von Jahren der Franken diesen Nimbus hat, oder ich sage wenigstens seit Jahrzehnten. In dem Sinne kann ich eigentlich nur Herrn Reimann und den Kollegen weiterhin viel Energie wünschen. Kontern Sie auch diese unsägliche, schwache Argumentation der SNB-Devoten Schweizer Presse. Das ist also auch zu uns gedrungen und es ist die gleiche seichte Argumentation, wie wir sie hier in Deutschland erleben. Und an die Schweizer Bürger kann man nur sagen, also stimmen Sie für die Freiheit, stimmen Sie für die Souveränität und dann müssen Sie am 30. November eindeutig mit Ja stimmen. Okay, Herr Reimann, dann danke ich Ihnen für dieses Gespräch und dir auch, lieber Peter. Ich danke Ihnen. Ja, gerne. Schönen Abend. Ja, Freunde des Jungle Drum Radio, das war unsere kurze Diskussion zum Schweizer Referendum am 30. November, wenn es gilt, rettet unser Schweizer Gold oder eben auch nicht. Wir werden es sehen. Bis dann, demnächst. Ciao.